Tut mir leid. Sie sind offenbar vergessen worden. Meine Damen und Herren, gestern wurde in Marl zum 247. Mal der Adolf-Grimme-Preis für hervorragende Streaming-Leistungen im vergangenen Jahr verliehen. Aus diesem Anlass haben wir unser Programm etwas erweitert und möchten Sie auf die wichtigsten Programmpunkte für die kommende Zeit hinweisen. Zunächst aber das Wichtigste aus aller Welt. Unter dem diesjährigen Motto »Trickfilmzeit mit Adelheid« wurden am frühen Abend die internationalen mittellangen Filmfest-Festspiele in Pyongyang eröffnet. Das Festival mit seinen täglich 5 BesucherInnen gilt als eines der bedeutendsten seiner Art und läuft noch bis Ende der Woche. Der deutsche Beitrag, das wahre Gesicht des Friedrich Merz, wurde nach heftigen Protesten von den Festspielen ausgeschlossen, nachdem bekannt wurde, dass weite Teile des Films aus dem im Jahr zuvor präsentierten österreichischen Beitrag »Vier Bier vor Vier – Fiesta Mexicana in Warstein« kopiert wurden. Der Plagiatsvorwurf geriet in den Fokus der Jury, als ErmittlerInnen direkte Verbindungen zwischen Friedrich Merz zur Friedrich-Merz-nahen Friedrich-Merz-Stiftung aufdecken konnten. Belfast. Das Internationale Olympische Komitee, kurz ABC, konnte sich auf seiner Jahreshauptversammlung auf neue Sportarten verständigen, die bereits in diesem Jahr bei den Olympischen Sommerspielen auf Grönland zu sehen sein werden. Mit deutlicher Mehrheit sprach man sich dabei für die Aufnahme von Netflixen aus. Das bewegungsreiche Spiel, das einen flinken Daumen und hohe Konzentration am Netz erfordere, überzeugt durch seine weltweit steigende Beliebtheit auch im Amateursportbereich. Tasmanien. Der seit den 1930er Jahren als ausgestorben geltende tasmanische Beutewolf Thylacinus cynocephalus ist wieder aufgetaucht. Eine Pole-Dance-Gruppe aus Elend im Harz hat bei einem Wochenendurlaub auf Tasmanien ein Pärchen tasmanischer Beutewölfe entdeckt. Das Weibchen wurde von einer lokalen Tierforschungsstelle als trächtig identifiziert. Die Wiederentdeckung gilt als ein zoologisches Wunder. Der internationale Schafsverband in Glasgow sieht indes eine Gefahr für die auf Tasmanien weit verbreiteten eierlegenden Wollmilchschafe, deren ökonomischen Nutzen für die strukturschwache Insel überlebenswichtig ist. Washington.